Bei den Schatten ist es ja so, dass der Film in den 20er Jahren entstanden ist. Die Handlung spielt 100 Jahre früher und die Musik kommt 100 Jahre später. Da hat man sowieso drei verschiedene Zeitebenen übereinander und das geht insofern ganz gut, als der Film ja eine Geschichte erzählt, die relativ zeitlos ist. Die ist ja nicht gebunden an die Entstehungszeit des Filmes selber. Und es ist eigentlich, wenn man so will, ein psychoanalytisches Märchen. Eine Geschichte, wo eine Abendgesellschaft zusammenfindet, eingeladen von einem Hausherrn. Unter den Gästen befindet sich ein Liebhaber, dem der Hausherr unterstellt, sich für seine Frau zu interessieren. Es kommt dann später ein Schausteller dazu, der die ganze Abendgesellschaft hypnotisiert und in eine Spiegel- oder Schattenwelt hinüber schweben lässt. Und in dieser Spiegel- oder Schattenwelt führt er ihnen dann ein Theaterstück vor als Schattentheater. Es ist auch irgendwie ein Theater im Theater mit scherenschnittartigen Elementen, in denen alle Triebstrukturen, durch die sich diese Personen kennzeichnen, dann auch zutage treten. Vorher waren sie verborgen, dann werden sie jetzt plötzlich ganz offensichtlich. Und in diesem Zusammenhang werden alle Befürchtungen und Anschuldigungen auch wirklich ausgelebt und in die Tat umgesetzt. Es ist eben einfach eine Geschichte über Eifersucht und über Wahnvorstellungen. Wenn man sich die Frage stellt, wie das Schattenprinzip des Films in die Musik übertragen wurde, dann kann man das zuerst an der Instrumentation ablesen. Es gibt also zum Beispiel ein Klavier, was ein Bruder hat, ein präpariertes Klavier. Es gibt einen Trompetenspieler, der ab und zu seinen Ventiler aus den Trompeten rausnimmt und dadurch eine Art Schattentrompete entwickelt. Die klingt ganz seltsam und auch untemperiert. Genauso haben wir einen Geiger, der spielt eine Geige als Zweitinstrument, hat eine sogenannte Stroh- oder Trichtergeige. Die funktioniert so wie ein altes Grammophon. Also es gibt eben Instrumentenpaare, die sich spiegelbildlich oder als Schatten zueinander verhalten und in der musikalischen Form sieht das ganz ähnlich aus. Es wiederholen sich immer wieder die gleichen Sequenzen. Aber sie werden immer aus einem anderen Zusammenhang heraus angesteuert. Dadurch wirken sie anders. Sie werden natürlich auch mal verkürzt oder transponiert oder beschleunigt, bleiben aber in ihrer Substanz erhalten. Man wird dem Film aber kaum anmerken, dass in der Musik alles sich im Kreise dreht. Weil das, was in der Musik passiert, immer wieder aus einer anderen Richtung her neu aufgerollt wird. Im Film merkt man ja auch an, dass dieser Bezug zum fernöstlichen, exotischen mit der Erfahrung der Pariser Weltausstellung 1900 zusammenhängt. Da hat man ja zum ersten Mal sehr viele Einflüsse aus diesen Ländern erleben können. Man merkt im Film die Begeisterung an, in der solche exotischen und orientalischen Elemente aufgenommen worden sind. Wenn man als Komponist mit so einem Film zu tun hat, wird man ja dazu angehalten, auch für sich selber Neues zu entdecken. Ein Film liefert ja Herausforderungen. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, solche Exotismen noch einmal aufzugreifen. Also es gibt bei solchen Filmen immer Anlässe, auch das eigene stilistische Spektrum zu erweitern. Und insofern ist das ein Feedback zwischen Erleben und Finden und Erfinden, dass man, wenn man ein rein abstraktes
oder konzertantes Musikstück schreibt, in dieser Form nicht haben kann.